Ich bin Gerd Axel Reuß und seit 2001 Pastor mit einem mittelalterlichen Titel, der zurückweist in die Zeit der Prämonstratenser. Ich bin nämlich Dompropst. Zur Zeit der Prämonstratenser war neben dem Bischof ein Domkapitel vorhanden, das von diesem Dompropst geleitet wurde. Heute ist dieser großartige Dom keine Bischofskirche mehr. Es gibt auch kein Domkapitel mehr. Ich bin also ein Relikt des Mittelalters. Dieser Titel hat sich gerettet in diese Zeit. Und das ist schon was Besonderes. Der Gründungsvater oder der Gründungsbischof dieser Kirche heißt Evermuth. Er wurde von Heinrich dem Löwen ausgesucht, auch um von dem Dom her in die Fläche auszustrahlen. Der Prämonstratenserorden, der in seinem Ursprung radikal zur Umkehr ruft, wird zu einem pastoralen Orden. Und das macht ihn auch so attraktiv für Heinrich den Löwen. Der suchte nämlich gar nicht die Umkehrprediger, sondern der suchte Leute, die Seelsorge können, die pastoral wirken. In meinem Alltag bin ich tatsächlich Pastor der Nordkirche. Und mit all den Herausforderungen der Gegenwart. Und in meinem Herzen bin ich total an der Geschichte interessiert und auch an diesem Raum und diesem Ort, einschließlich des Klosters. Wir haben hier ein mittelalterliches Kloster mit einem Kreuzgang. Wenn ich durch diesen Kreuzgang gehe, dann fühle ich mich manchmal nur für mich alleine zurückversetzt in die Zeit der betenden Mönche. Und in dem Sinne fühle ich mich schon verbunden und vernetzt mit früher. Aber in meinem Alltag spielt es eigentlich für die Menschen da draußen keine Rolle.